Hallo. Hello. What I have to pay? Depends. Do you mean Danish or Swedish? In Swedish. 620. 680. Thank you very much. Yep. Have a nice day. Bye. Thank you.
card. I'm to... One moment. I'm on holiday and I planned to visit the area near Lennartfort. Okay. This is the place I want to go. Is that in Norway or in Sweden? Sweden. Sweden. Okay, okay, never been there. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Hallo, grüß dich. Ich hoffe, man kann mich erkennen, weil es halt schon ja, dunkel wird. Also ich bin angekommen. Allerdings, weil wir jetzt schon 2:58 haben und ich mein Kajak gerade Hals über Kopf vom Wagen vollgepackt ins Wasser geschmissen habe, weil ich muss ja noch einen Parkplatz suchen. Habe auch einen gefunden, wo ich das, den Wagen halt die ganze Woche halt stehen lassen kann. Und bin gerade erstmal Hauptsache ins Wasser. Irgendwo erstmal einen Pennplatz finden, weil ich ja seit heute Morgen schon unterwegs bin. Und ja, den habe ich jetzt gefunden. Bin allerdings ein bisschen überrascht worden. Und zwar, also dieses eigentliche fertig bereitgestellte Brennholz gibt es nicht. Also ganz normal wieder Lagerbau. Habe schon ein paar Klamotten halt hochgebracht. Kann man da erkennen. Dann hier schon mal so ein bisschen was zusammengesucht. Soweit es halt geht. Und dass das Feuer gleich halt als erstes angemacht werden kann. Dann suche ich noch eine Lagerstelle hier irgendwo. Da muss ich mal gucken, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Und dann zeige ich dir mal kurz meine Anlandung. Beziehungsweise pack gerade das Kajak leer. Staufach ist hinten noch komplett voll. Also es ist wirklich komplett voll und ich kram jetzt nur das raus, was ich wirklich brauche und morgen räume ich das mal ordentlich ein, weil ich habe gerade echt nur reingestoppt bis zum Gehtnichtmehr, habe wie gesagt meine Reiseapotheke noch mal ein bisschen aufgefüllt, finde es hier und das Schöne ist, da oben ist eine Mülltonne, also das heißt alles mögliche, was ich nicht brauche an Müll oder das ist eigentlich unnötiges Gewicht, kann ich morgen hier lassen, also das räume ich alles morgen komplett aus und werde das dann halt nochmal vernünftig verstauen.
Und hier ist komplette Ruhe, also hier ist gar nichts. Wie man es gerade auch hört. Naja, so. Also auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen weiter hier das Kajak, habe ich ja gerade gesagt, leer und alles mögliche, baue ein bisschen was auf. Melde mich halt später nochmal, weil ich das fertig haben möchte, weil ja schon 11 Uhr und ich bin echt fertig, auch wegen den 800 Kilometer Fahrt noch. Soll kein Rumgeheule sein, aber hab bitte Nachsicht mit mir. Also von daher, ich melde mich dann gleich nochmal, wenn ich am Feuer bin. Ja, wie man sehen kann, Feuer ist an. Lager ist auch da hinten aufgebaut. Ich hoffe, man kann mich soweit erkennen, weil mittlerweile ist es dann doch schon etwas dunkler geworden. Also wir haben schon jetzt nach 12 Uhr. Müsste, glaube ich, 12:30 haben oder sowas. Wollte mir erst jetzt noch was zu essen machen, aber irgendwie habe ich nicht so wirklich Hunger. Also ich werde jetzt noch in Ruhe was trinken, mir ein paar Gedanken halt machen, weil das ist, also mal eben nach Schweden fahren mit dem Kajak ist auch nicht mal so. Also das, was ich bisher gesehen habe, die Anreise hier generell, sondern beziehungsweise die letzten 50 Kilometer, also das war, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, also das war totaler Reizüberfluss. Weil also jeder, der mit Natur etwas zu tun hat, jetzt nur nicht mal Kajak, sondern Bilderbuch, absolut bilderbuchmäßig. Ist allerdings ein bisschen später bei mir geworden mit dem Einwassern. Habe Glück gehabt mit dem Parkplatz, hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Und bin eigentlich jetzt auch richtig müde. Werde allerdings, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, mir jetzt noch was trinken. Ein bisschen was ins Feuer gucken, mir ein paar Gedanken halt machen. Und dann, wenn es morgen hell ist, dann zeige ich dir auch mal in Ruhe, was ich hier halt mir, beziehungsweise was für ein Lager ich halt aufgebaut habe. Beziehungsweise mit dem Tarp diesmal was ganz anderes gemacht. Aber wie gesagt, bis morgen alles. Ich wünsche erstmal ein gutes Nächtle. Bis später dann. Tschüss. Moin, moin, grüß dich. Ich müsste noch relativ sehr fertig aussehen, beziehungsweise verpennt aussehen, weil ich gerade erst aus der Koje rausgekraxelt bin. Entschuldigung. Irgendwas mit 7:15, 7:20. Ja, nichts Wildes eigentlich. Ich kann dir mal zeigen, was ich gestern halt alles so aufgebaut habe oder wie ich es aufgebaut habe. Ja, eine kleine Wäscheleine habe ich gemacht, dass ich, weil die Hose wollte ich gestern noch einsprühen mit dem Anti-Zecken-Zeug, was ich habe. Und die Weste generell, die Handtücher und auch will ich mal ein bisschen zum Trocknen aufhängen, weil wo ich hier gestern von der Wasserung hier hingepaddelt bin, ist alles noch schon sehr nass geworden, weil ich Gas gegeben habe, damit ich das hier halt erreiche. Ja, Tarp diesmal so aufgebaut. Hab vorher die Bäume um Erlaubnis gefragt, ob ich das da abspannen darf. Und der hat gesagt, jo, ist klar, kein Problem. Ja, ich habe echt super gepennt. Also habe mich da natürlich auch ein paar Wummen gedreht. Allerdings, zu meiner bisherigen Erfahrung, was ich gemacht habe, echt super gepennt. Ja, Kajak habe ich gestern dann noch ins Gebüsch gezogen. Grund kommt gleich. Was für eine Aussicht. Und ich freue mich schon. Ich glaube, da oben werde ich gleich eine Tasse Kaffee trinken. Ich muss mal schauen. Der Grund ist einfach wegen dem Umriss hier. Weil ich wusste jetzt nicht, wie das mit dem Wasser da aussieht. Und bevor das irgendwie vom Wasser weggetragen wird, habe ich es halt da reingezogen. Und auch mal mit dem Karabiner, mit dem Paracord halt gesichert. Und ja, das halt dazu, warum das am Gebüsch liegt. Und jetzt werde ich, ob ich nochmal Feuer machen werde, weiß ich nicht. Allerdings nehme ich die nochmal kurz mit. Wegen der Aussicht mal auf der anderen Seite. Bisheriges Resümee, es hat sich gelohnt.
Und da hinten um die Ecke noch rum, da bin ich hineingewassert. So noch ein Stück. Also hat echt super geklappt.